Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks. Heute mal mit dem T30 und ja, ich habe jetzt vor, eigentlich so die letzten paar XP zum nächsten und letzten T10er zu machen. Auf der Map Karelien, die ich jetzt die letzten zwei Tage etwas zu oft hatte. Und ja, 4000 brauche ich, glaube ich, noch inzwischen. Ich habe heute Morgen gestreamt, was leider nicht so gut ging. Also die Runden gingen schlecht, die Stream lief eigentlich ganz gut. Ups. Und ja, ich hoffe jetzt, dass wir jetzt, was weiß ich, zwei, drei Runden brauchen. Ja, das würde nämlich auch in das Zeitmaß passen. Hat sich das auch wahrscheinlich anders vorgestellt. So, genau, der Stream heute verschiebt sich wieder ein bisschen, ich weiß nicht inwiefern, ich habe noch einen Termin um 21 Uhr, der wird aber wahrscheinlich nicht so lange dauern. Ansonsten, davor kann ich dann streamen, obwohl ich, mein Freund ist ja hier, und dessen PC müssen wir noch anschließen, und da war heute noch erst einkaufen waren, müssen wir das halt noch machen. Und ja. Ansonsten, wie gesagt, mache ich täglich dann Streams. Und wie gesagt, heute hatte ich irgendwie Langeweile und dann gedacht, Streams einfach schon mal. Oh, ist er noch abgeprallt. Nice. Oh, das war jetzt blöd. Das war jetzt blöd. Sich da abzuwenden. Er hat auch noch einiges. Wie sieht's denn aus? 6-2, ja, das ist eigentlich schon gewonnen, könnte man sagen. Die schaffen das nicht mehr. Ansatzweise könnten... Ach, das schaffen die nicht mehr. Niemals. Ich frage mich, warum unser T69 so weit hinten ist, weil, ich meine, der hat so schon keine Durchschlagskraft. Jetzt muss ich hier aber sehen, dass... Ich bin gerade im Überlegen, ob ich da reinrushe und den T55 ignoriere, oder... Die hier ignoriere und da rein, aber ich... Ja, der F3 kommt mit, das ist gut, passt das. So, ich hole mir jetzt aber hier den Damage. Nicht tracken, nicht tracken. Ja, das hat's jetzt mega gebracht. Du bezahlst 1000 irgendwas Credits und, ja. Hast minderwertigen Schaden gemacht. Shit. Ja, mein Ammo-Lager wurde beschädigt und das habe ich jetzt gerade nicht repariert. Das war etwas Fail. Hätte ich das sofort repariert, hätte ich den T55 weggeballert. Aber naja, so wird es auch gehen. Ich bleibe jetzt einmal mal ganz weit hinten. 4-2, das sollte ganz gut XP bringen. Ich gehe jetzt mal von so 1000 irgendwas aus. Das heißt, man bräuchte nur noch ein, zwei Rundchen. So, jetzt müssen sie da auf der anderen Seite mal ein bisschen pushen. Hier muss ich aufpassen, dass der nicht gleich irgendwie von oben kommt. Obwohl der ebenfalls, ja, wie ich, relativ lange einnimmt. Und da ist er schon. Weil dass der E3 den komplett ignoriert, halte ich auch nicht für klug. Shit! Abpraller, oh, ich dachte, ich hätte ihn nicht getroffen. So, der darf jetzt nicht runterfahren. Und ich fahre jetzt ganz bestimmt nicht vor. Bin da nicht blöd. Ja, dann fahr doch unten. Egal. Stupid Noob Arty. Ja, naja, treffen ist halt Glückssache. Er hängt da immer noch und wartet immer noch auf mich. Die Chance gönnen wir ihm dann aber nicht. Nice. So. Da darf man dann nicht Killer sein, weil am Ende stirbt man dann noch. Eventuell. Und das wäre natürlich relativ scheiße. Naja, erforschen werde ich den Panzer aber jedoch nicht
Ich weiß nicht, ob ich den von... werde es wahrscheinlich eher so im Stream machen, als hier im Video. Oder vielleicht auch im Video. Mal gucken. Mal sehen, wie weit ich komme. Oh, die müssen wir jetzt aber noch aufpassen, dass wir nur noch, in Anführungsstrichen, in E75. Ah, okay, der E3 hilft von dort. Ansonsten könnte das problematisch werden. Warum die TDs da auch nicht nachmoven, ist mir auch ein Rätsel. Gerade der Indienpanzer ist wahrscheinlich AFK. Ich frage mich, ob deren Jagdpanther 2 AFK ist, dann könnte ich mich noch was abgrasen. Zwar sind 4-2 relativ gut, aber 5 sehen besser aus und bringt auch mehr. Na, ah, da ist er. Na, wohl nicht AFK. Schade, der wird jetzt gleich weg sein. Shit. Puh. Da hat der E3 angeklopft. Deswegen will ich die TDs, weil die massiv geil Schaden machen. Na, gutes Game. Ich musste taktisch nicht viel machen. 1600 XP. Bester. Sogar vom Damage her. LOL. Das ist natürlich in dem Fall jetzt relativ fail. 12 Schuss. Weniger Damage. Ich habe 8 Schuss. Okay, ich habe auch ein bisschen mehr getroffen. Vergleichsweise. Jo, 30.000 plus. Der Mod funktioniert leider immer noch nicht. Naja, muss ich nochmal nachfragen. So, was brauchen wir denn jetzt aktuell nochmal? 2.900. Ich würde sagen, da starten wir noch eine Runde. Und den Rest, glaube ich, mache ich dann mal im Stream heute Abend. Wie viel Uhr, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das so... ja, halb acht, halb sieben wird. Vielleicht ein bisschen später. Eher ein bisschen später, je nachdem, wie lange die Runde jetzt dauert. Wenn das jetzt nochmal 10 Minuten sind, dann... Das Video 20 Minuten, dann dauert es verarbeiten und hochladen halt auch mal ein bisschen. So, passt aber außer die Arti, die ist relativ hart. Wenn wir aber links schön lang fahren, nicht gespottet werden, kann das ganz gut gehen. Sehr viele Achter. Ich hoffe, das verteilt sich gut. Das fahre ich hier auf jeden Fall kaputt. Da hat sich nämlich in der letzten Runde oder vorletzten mal wieder jemand hinter verschanzt. Und der ist da, haben wir fast nicht wegbekommen. Oh mein Gott. Ey, nicht ernsthaft, ES3. Du bleibst da jetzt nicht... Oh mein Gott. Nope, FTW. Ja, das ist Skill. Stell dich doch gleich hinter die Base. Das bringt's noch mehr. Ganz ehrlich, nur weil da ein paar Büsche sind. Kleine Wumme. Trifft ja sowieso nichts auf die Entfernung. So, jetzt sind wir nur drei Leute mit einem, vielleicht einen Scout, je nachdem wie der fährt. Scheint aber eher nicht... mal gucken. Ah, der von der Gegnerseite wird er definitiv mehr lang fahren als von der Seite hier. Das heißt, könnte sehr problematisch werden. Allein schon, wenn der Jagdtiger hier lang fährt, dann könnte es schwierig werden. Und der EC macht mir Sorgen, den habe ich noch nicht gesehen. Könnte bei unserer Linie irgendwo im Busch stehen. Das wäre ganz blöd. Den bekommen wir wohl nicht weg. Ups. Ja, Komet, nicht zu weit. Von links kommt da sicher was. Und weg ist er. Naja.
Wie geht der Spruch, wer nicht hören will, muss spüren? Das heißt, der Erdpanther 2 ist auf jeden Fall auch links. Ich hoffe, die schaffen das da rechts auf dem Berg, weil dann haben wir schon mal strategisch einen strategisch wichtigen Punkt. Oh, der ist ja ernst auf den Berg gefahren. Naja, ob das so der Masterplan ist, ist auch die Frage. Jo, und MNR3 auch und beide schon tot. Nice. Nur, dass die nicht in einem Platoon sind. Ja, wir pushen hier auch mal eben so. Wir sind ja 2 gegen eventuell 6, 7. Schaffen wir ja locker. Mein Gott, ey, ist ja eins von dir, dass ich die... Lass ich mir ganz bestimmt nichts sagen. Shit. Komm, der Jagdtiger rotzen. Nein! Was hat der Jagdtiger jetzt gemacht? Gekettet oder was? Shit! Jetzt haben wir beide drauf geschossen. Mann! Ich wollte überhaupt nicht drauf schießen. Shit, und hier habe ich irgendwie zu hoch geaimt. Ah, der Jagd, stimmt, der Jagdtiger schießt ja wesentlich schneller. Der schießt wahrscheinlich ja schon wieder. Ja, hier jetzt müssen vorrücken, wäre vielleicht sogar ganz gut. Die ersten sind ja tot, VK ist rechts. AMX ist rechts, MNR3 ist rechts. Das heißt, hier könnte noch ein E-75 sowie der Jagdtiger. Der Jagdtiger wird definitiv kommen. Der E-75 ist die Frage. Das Gegnerteam ist eindeutig besser. Rechts fährt natürlich alles hin und alles verkackt. Aber wann hat man das mal nicht? Ja, wir haben den VK getroffen, sehr schön. So, jetzt haben wir da weniger zu tun. Also mit sehr viel Luck schaffen die das noch, aber ich bezweifle es. Ja, wir müssen einmal vorrücken. Egal, was da lang fährt. Shit, daneben geschossen. Und jetzt sind sie offen. Jetzt haben wir hab ich nicht nachgeladen. Da so schnell kassiert unser Jagdtiger. Ja, ich würde sagen, das waren echte Noobs auf der rechten Seite. Weil, ja, in der großen Anzahl dahin zu fahren und einfach mal überhaupt nichts auf die Kette zu kriegen. Ich glaube, die haben das Einzelfutten gekillt überhaupt. Indienpanzer, der wurde da oben zerstört. Der Panther 2 wurde bei uns, der Pershing wurde bei uns, der WZ wurde in der Mitte. Ja, die haben also gar nichts auf der rechten Seite geschafft, obwohl sie da mit 2 Neunern waren. Klar,
Das sind natürlich die größten Deppen auch nur, die auf den Berg fahren damit. Aber ja, selbst da haben sie anscheinend nichts gerissen. Und der VK hier, den ich gerade schon auf 7000, also auf 1000 Leben runtergezogen habe, hat immer noch so viel. Und ja, dieser E75 scheint auch zu pussy-like zu sein, um überhaupt fortzufahren. Der stand da ja anscheinend auch die ganze Zeit. Da hätte ich gar nichts für einmal gehabt. Alleine um unsere berechnete Siegrate zu ziehen. Da sehe ich das richtig, dass der VK nicht mal so dicke Wumme hat. Doch, hat er. Na, was erwartet der E75 auch? Jetzt wird er da, ja, und weg. Naja, kein Wunder, also der ST1, der M103 haben es einfach voll verrissen. Also das 2-9er in einem 9er Battle, die zuerst tot sind, ist schon arm. Also, das heißt schon, das ist ziemlich viel, wie man hier aussieht. 400 Schaden, das ist halt schon mal gar nichts. Ah, die hat 100 Schaden, also Glück hin oder her, aber 100 Schaden mit 5 Schuss ist schon etwas arg. Und ja, dann fehlt uns hier auch noch natürlich ein IS-3-Player. Also nochmal ein 8er, der auch nichts gebacken bekommen hat. Und ich habe sogar am meisten Schaden, was relativ arm ist, da ich ja leider nur 3 Schüsse getroffen habe. War schön, dass ich den VK gar nicht reingedrückt habe. Naja, 360 XP. Ziemlich mager, finde ich, dafür, dass ich da echt der Beste war. Natürlich, ja, ging aber auch nicht so gut. Ah ne, von XP war ich gar nicht der Beste. Ah, Spotting. Obwohl, doch, habe ich auch. Ah, okay, der hat Enemies destroyed, detected. Okay. Oder spotted. Naja, ja, dann würde ich sagen, das Erforschen würde ich auf den Stream verschieben. 2500 XP. Ja, ich würde sagen, soweit so gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn man sich im Stream sieht. Wie gesagt, halb sieben, also 18:30 bis 19 Uhr geht der Stream so ungefähr online. Bis gleich.